Oh, das wusste ich noch gar nicht. Okay. Oder zumindest kann ich mich daran erinnern, da jemals so ein... Details, Details. Hey, Reislord. Oh, guck mal, wie er in meine Axt... Diese Leute hier sind so ungeschickt. Ständig fallen sie in meine Waffen rein. Der Wahnsinn. Das Horatio jetzt irgendwas? Oh, der hat mich hier schon trainiert, von daher... Pff. Besser, ich check mal, ob das irgendjemand mitbekommen hat, weil... Ich will ja nicht, dass ich dann irgendwann plötzlich mit Waffen hier im Lager empfangen werde, aber das scheint hier wieder mal kein... Sie haben einen unserer Jungs erwischt. Wenn ich das Schwein kriege... Wie sieht's aus? Wie immer! Wir... Kann ich da mal... Ja, entspannen. Sie haben einen unserer... Pass auf, da... Ja. Passt schon. Alles ist gut. Ja. So. Wo ist denn jetzt dieser Horror? Ah, da ist er doch halt. Nein, halt. Hier hin, dahin, da. Danke für deine Hilfe. Nutze dein Wissen für die gerechte Sache. Und nur dafür. Ich kann immer noch Wasser geben, hä? Komm mal her. Okay. Naja, die werden schon irgendwann bemerken, dass der Reislord tot ist. So ein paar Wochen, wenn sie irgendwann mal aufs Feld sind, wird ihnen schon auffallen, dass da keiner mehr ist, der sie beaufsichtigt. Ja, die haben einen von euren Jungs erwischt, aber das ist jetzt nicht so drastisch, dass ihr da unbedingt irgendwie Nachforschungen anstellen müsst. Nö, es waren ja nur 4 so Pfeifen. Wieso kann ich das Lagerfeuer nicht benutzen? Egal. Zeig die Sachen hier. Für die armen Opfer dieses gewalttätigen Verbrechens, welches ich aufs Schärfste verurteile, an mich zu nehmen, um sie einer gerechten Sache zuzuführen. Und zwar meiner. Was haben wir hier noch? Ach, hier ist ein Durchgang. Achso, okay. Hier blutet irgendwas. Irgendwas hat den Boden voll geblutet. Verdächtig. Das könnte Hinweise auf den Täter liefern. Sollte ich mir nicht näher anschauen. So. Ich bin nämlich voll der krasse Detektiv. Habe ich gleich durchschaut. Das war der Erzbaron. Und hier sind ein Haufen Säcke, aber nichts, was ich mitnehmen kann. Ein Haufen alter Säcke. Wie in der ARD. So. Nachdem wir jetzt einen schlechten Witz darüber gemacht haben, geht's weiter. Was habe ich denn noch so? Ich habe noch... Waffe kann ich aktuell nicht tun. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Torus und dann sollte für den nächsten Level ausreichen. Dann gucke ich auch gleich mal, ob ich den ersten Arena-Kampf schon gemacht habe. Ich meine, ich müsste auch Fisk mal auf die Schnauze schlagen, um sein ganzes Zeug mitzunehmen. Hast du nicht der Penner, der sich mit mir vorhin angelegt hat? Aus unbekannten Gründen? So, das nehme ich auch mal mit. Früher wäre das Ganze anders gelaufen. Naja, früher war alles besser und so, ne? Weg mit der Waffe, weg damit! So. Glück gehabt! Schnauze! Jetzt so. Gibt's was aufs Maul! Pfeifenlauf weg mit einfach der Waffe, weg! Ach, halt die Fresse! Das ist doch... Grund. Was ist... Die Waffe... Das ja. Freunde! Ja. Oh, wow, der war knapp. Der war echt knapp, so. Ach was, da war noch viel Toleranz. So, einfach weiterhin oben speichern. Was soll schon schief gehen? So, hallo. Ich hab nichts gesehen. Würdest du dich bitte mal in die... Nein, würdest du nicht. Gut. Gut, dann hätten wir den da und dann... Bleibst du mal liegen. Ich bin ja dabei, Arbeit zu leisten. Ich muss die Banditen hier mal entfernen. So. Also, das Lager ist überlaufen von Banditen. Da muss man mal gegen was tun. Da muss mal hier für Recht und Ordnung jemand sorgen. Ich bin zwar nicht dieser jemand, aber ich reduziere auf jeden Fall die Banditenanzahl schon mal. So, die Banditen sind jetzt den Gegner gerannt und auch tot. Hey, ich kann ihrer Blutspur folgen.
Stimmt, wie weit geht denn die? Es ist zu dunkel, um sie noch zu sehen. Aber ich glaube, sie ist eh weg. Oder sie sind in eine andere Richtung gelaufen. Das wäre natürlich auch möglich. Ich komme irgendwann mal wieder vorbei, ne? So ist es ja jetzt nicht. Nee, daran kann ich mich nicht hinsetzen. Hinknien, wie auch immer. Was war das jetzt? Ich bin gegen irgendwas gesprungen, das glaube ich da gar nicht sein sollte. Du bist gegen das, Höllenpilz. Blattwerk des Baumes gesprungen. Das ist hart wie Kruppstahl. In dem Spiel ist es wirklich hart wie Kruppstahl, wie man sieht. Das ist einfach nur angemalt. Das ist sehr zweidimensional vor allem. Will ich den da hauen? Nee, den will ich glaube ich nicht hauen. Der hat nur diese lumpige Rüstung. Aber wo, hast du nicht was im Angebot? Hallo, hör mal auf zu fressen. Kannst du mir... Komm. Nee, das ist schon mal Gülle. Zeig mal, wo deine Waren. Ja, also wenn ich schon mal da bin, ne? Wo ist mein Kackbett? Hab ich die Kiste hier schon aufgemacht? Ja, hab ich. Hat ihn, glaube ich, nicht interessiert, oder? Ja gut, war auch nichts Wertvolles drin. So, ich schlafe erstmal bis morgen und dann muss ich mein Inventar mal ein bisschen aufstocken. Aktuell ist das ja echt mau. Will ich sogar mal sagen, mau. Was hast du mit der Waffe vor? Was werde ich wohl mit der Waffe vor? Du brauchst doch irgendwas hinter. Gucken, wie es im Sonnenlicht glänzt. Was sonst? Ja, danke für den Wareninhalt. Mein Amazon-Warenkorb, hey. Nein, mein Witz. So. Und tschüss. Hallo, meine Sprungtaste. Ich habe gerade Frame-Einbrüche und ich weiß nicht warum. Ach, was soll das denn jetzt? So, einfach mal Aufnahme neu starten. Alles läuft wieder. Gut. Alles gut. Bis ich dann feststelle, dass die auf... Ach, was ist denn jetzt kaputt? Was? Fange er sich? Jetzt vielleicht. Nein. Doch. Möglicherweise. Unentschlossen, doch. Okay, jetzt ist alles wieder gut. Gut. Kann ich die Schatten im alten Lager auch einfach so umbolzen oder haben da die Wachen was dagegen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Egal, ich gehe jetzt erstmal zu Torus und hoffe, dass das... Gardisten kann ich definitiv noch nicht umboxen. Die haben so... bisschen bessere Rüstung und würde die Fremde jetzt wieder mal da stabil bleiben. Es lief doch eben ganz... Ach, leck mich. Leck mich einfach am Arsch. So. Hallo Torus. Gib mir Erfahrungspunkte. Ich habe tote Menschen. Mordrak wird nie wieder irgendwen bestehlen. Du hast ihn geschafft. Nicht schlecht, Kleiner. So, ich habe auch eine neue Stufe und ich frage mich gerade, muss ich noch irgendwas Jagdtechnisches erlernen? War ich mit Grimm noch nicht draußen? Oh, Framerate, was ist dein beschissenes Problem? Ich bin bereit. Gut! Nö, jetzt will sie nicht mehr. Doch, jetzt wieder. Ach, dann eben nicht so. Sie mag das alte Lager nicht, okay. Ach so, stimmt, der ist weggelaufen dann, ne? Warte. Lief der dann weg? Hallo, würdest du bitte? Ich weiß doch, wo ich hin muss. Dummes Spiel. Lauf, Grimm, lauf! Guck mich nicht so grimmig an. Ach, Framerate, bitte. Es lief fast eine Stunde lang stabil und jetzt habe ich die Scheiße hier schon wieder. Muss das denn wirklich sein? Ja, muss das offensichtlich. So. Ach, komm schon. Hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Ich soll dir schöne Grüße von Bla...
Ach richtig, der lief dann einfach weg und dann machen wir das jetzt einfach mal so. Habe ich ihn? Nein. Nein, das war jetzt der falsche Spiel. Habe ich gespeichert? Ich habe gespeichert, oder? Das war auf jeden Fall schon mal der falsche. Aber ja, ich habe gespeichert. Puh, zum Glück so. Gehen wir mal hier die Anzahl der Leute, die mich nicht mögen, reduzieren. Guck mal, ich habe ein Schwert, ja. Das ist keine Axt, das ist ein Schwert. Ich habe es nur angemalt, dass es aussieht wie eine Axt und ja. Ja. Ach komm schon, du verkackte Framerate. Jetzt ruckelt es gerade wie die Hölle. Was ist denn das? Ist da noch Platz ohne Ende und alles? Fang dich wieder. Ich so. So. Jetzt gehen wir nicht mehr auf den Sack, du Pisser. Das nehme ich auch noch. Danke. Und die Framerate ist wieder stabil. War wohl er dran schuld, ja. Grimm ist schuld. Nein, ist sie doch nicht. Okay. Grimm war doch nicht dran schuld. Ich muss irgendwie mal anders töten, damit das wieder vernünftig funktioniert. Ah, jetzt. Vielleicht. Ihr werdet es sehen. So, ich gehe erstmal zu den zwei Pfeifen da hin. Was tust du da? Hallo, hab gehört, jemand ist tot? Nein. Gut, habe ich falsch gehört, alles klar. Kein Ding nicht. So, durch den Wald könnten wir gehen, aber das sind glaube ich noch Wölfe, die nicht mögen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Wölfe jetzt schon umboxen kann. Mit meiner Axt umboxen kann. Du kannst mir nichts vorbeibringen. Ihr seid also auch beide völlig nutzlos. Weg mit der... Dein... Endlich lieferst du mir einen Grund. Er hat genug. So, jetzt noch dich, wenn es geht, aber du haust ab. Was zur... Was haut der Penner ab? Lässt einfach seinen Freund den Stich. Was ist, wenn jetzt ein Verrückter kommt und ihn einfach absticht? Hallo? Das kann er doch nicht bringen. Ich kann doch nicht einfach so seinen Freund in den Stich lassen. Pff. Schlimm heutzutage. Oh, das sind noch Skavinker. Skavinker, du Spassi. So. Ich hoffe jetzt, dass die Framerate sich irgendwann mal wieder fängt. Ja. Wieso spielen wir hier fangen? Das sind sogar Junge hier. Das war jetzt nicht so befriedigend. Ich will lieber wieder Menschen töten. So. Hallo? Nein, ich will. Ich würde gerne mal wieder was sehen. Nicht unter Wasser. Unter Wasser ist böse. Und ich würde auch da gern wieder rauskommen. So. Ist der inzwischen wieder. Nein. Wo ist denn der Typ hin? Wann kommt der wieder? Kommt er überhaupt nochmal wieder? Ist er zu den Gegnern gerannt und jetzt tot? Wer weiß das schon. So, jetzt muss ich aber trotzdem ins alte Lager. Und ich muss schon wieder schlafen. Haben die Typen da oben schon gekillt? Die Typen, die Viecher. Ja, habe ich gut. Habe ich schon dran gedacht. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe es einfach voll drauf. Oh, kaum gehe ich in Richtung altes Lager, gehe die Framerate nach unten. Hallo. Was sagst du? Okay, keiner gestorben, wie es aussieht. Sehr gut. Ich habe schon Angst gemacht, dass irgendwie ein Butler oder sowas tot wäre. Apropos tot. Ich brate jetzt noch ein bisschen totes Tier. War nicht besonders schlau. So, das geht natürlich. Ja, also wie in der Realität, wenn ihr einfach mal so kurz, das reicht völlig. Einfach von einem Tier oder so, so kurz draufgeworfen, dann ist das durch. Dann könnt ihr das problemlos essen. Ihr bekommt auch nicht irgendwie Salmonellenvergiftung oder so ein Unsinn. Lass dir da nichts einreden, das ist lang genug, um Fleisch zu braten. Ihr wollt ja nicht Kohlraben schwarz machen, ne? Ihr betreibt ja keine Köhlerei. Es sei denn, natürlich, ihr spielt Siedler.
glaube, ab welchem Teil konnte man Köhlerei bauen? Teil 3? Teil 4? Nee, Teil 2? Nee, Teil 2 ging das auch nicht, oder? Nee. Boah, wie viel Fleisch habe ich denn? Ich hasse das, wenn man es vergisst, dieses Zeug zu braten, dann 300 Fleisch oder so irgendwann hat. Das ist schon leicht nervig. Hallo? Hilfe! Er ist immer so freundlich. Wie viel Fleisch habe ich denn? Zu viel. Definitiv viel zu viel. Hallo? Hallo, hörst du heute auf irgendwann? Toll, ich hab... Oh, jetzt geht die Framerate wieder nach unten. Ich hasse es. Oh, ich habe kein Fleisch mehr, sehr gut. War so ein bisschen zu früh, um schlafen zu gehen. Ich will... Oh, komm schon. Was ist das hier? Warum lässt sie das Spiel so scheiße aufnehmen? Ich habe anspruchsvollere Spieler, die sich besser und flüssiger laufen. Was haben da die X7 liegen? Der oh. Letzte Scheiß. Ja, das denke ich mir auch immer, dass da der X7 der letzte Scheiß ist. Oder ja, das war noch da der X7, ne? Ja. Ach ja, dein Problem. Steckst dir den Arsch so. Bau halt einfach eine neue Hütte. Mauer die Tür zu. Hey, du. Was denn jetzt? Es ist ein mit. Ja, ja, verpiss dich. Wir sehen. Penner. So. Sie mir den Arsch geklärt haben. Ey, Arsch geklärt. Das. So. Ich glaube, das Schwert mit Ornament war scheiße, oder? War das? Das war scheiße, ne? Ich will ein. Ich hab da ein. Kostet. Du hast ein. Zack. Oder hat es irgendwas getaucht? Getaucht? Nein. Moment, da war es eben. Jetzt benötige ich weniger Stärke, aber sonst ist das Ding einfach nur. Absolute Gülle. So, die Frage. Lass mich vorbei! Halt die Schnauze. Lass mich vor. Oh, dann eben nicht so. Wenn ich Fisk jetzt einen aufs Maul habe und störe das irgendjemanden. Was hast du mit der Du lernst schnell. Ich will zu mir im Sonnenlicht. Du kannst wohl dringend was hinterher. Wenn mir jemand Prügel austeilt. Ja, die haben da was dagegen. Okay, hätten wir das auch wieder geklärt. Lass mich vorbei! Halt die Schnauze. Was heißt das? Die ist jetzt schlecht. War aber zu erwarten. Wieso sind die ja nicht so locker drauf wie im Söldnerlager, Banditenlager, Söldnerlager, im neuen Lager, so. Einfach, das ist voll locker so, ne? Kannst du auch mal jemanden totschlagen, ohne dass du jetzt hier, ne, groß. Ich hab doch schon wieder ein Schwert gehört. Gut, Oh, der ist gerade sogar schon in der Arena, praktisch. Oder hatte ich den schon mit. Nee, hatte ich den? Ich weiß nicht, habe ich dich schon besiegt? Schön, wie er das ohne Schwert macht. Lass uns kämpfen. Fall gehen. Ich halte mich da lieber so. Raus. Ich hab da meine Erfahrung. Wow. Ganz locker. Ganz locker. Nee. Ich brauche eine bessere. Nein! Nein, ich möchte nicht. Wo kriege ich eine bessere Waffe her? Bekomme ich einen Templer-Klein? Verschwundener Gardist. Nee, das Armband würde ich gern behalten. Armband. Die Halskette. Naja gut, also es kann schon sein. Oh, hey, nee, der hat auch keinen Zweihänder. Das war doch klar. Okay, ich muss noch Lurker am Damm machen. Okay, ich hab den irgendwie leichter Erinnerung. Hab ich noch irgendwas vergessen?
Was hast du mit der Waffe? Ich will sie mir nur, ich will sie nur anschauen, wie sie im Sonnenlicht glänzt. Immer wieder dieselbe. Absolut. So. Ich glaube, der mag das nicht, wenn ich den einfach tot schieße. Ja, nee, das mögen die nicht. Okay. Das geht nur im neuen Lager. Ich dachte, das wäre schon. Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Warum steht ihr überhaupt so dämlich da oben und guckt in die Tür? Ich genieße die Leere des Heims oder so. Was weiß ich. Und tschüss. So, ich muss da mal weit. Was zur Hölle? Was zur. Das soll es so auch nicht sein. Für eilige Leute, ihr wisst schon. Ich brauche erstmal eine bessere Waffe. Ich suche mir jetzt einen schönen Dingsbums-Tibi und schlag den irgendwie tot. Wenn das funktioniert. Ich könnte ihn ablenken mit einem Wurm und dann ihn totschlagen. Während er den Wurm totschlägt. Ach, die Framerate verabschiedet.